Soll ich mir das heutige Update mal nochmal vorne ab etwas genauer erklären? Ist nämlich die Schwierigkeit, dass du dich immer wieder, du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, dich immer wieder in einen Zweifel aufhängst. Die Unsicherheit, wen oder was soll ich jetzt glauben? Und es ist so unendlich einfach. Es gibt etwas, was du hundertprozentig sicher deinem Vertrauen schenken kannst. Das ist das, was jetzt da ist. Das ist das Einzige, was hundertprozentig sicher ist. Alles, was du dir darüber hinaus ausdenkst, ist ja auch jetzt da, aber nur als ein Gedanke, der von dir gedacht wird, als eine Interpretation. Und ein bewusster Geist bist du in dem Moment, wo dir bewusst ist, was jetzt da ist und warum das da ist. Diese Kategorie 3-Frage, warum ist das jetzt Information? Und in den meisten Fällen kannst du dir das sofort beantworten, weil ich jetzt das denke. Dann kannst du fragen, warum denke ich das? Weil da irgendwas in mir drin ist, das mir diesen Gedanken aufzwingt. Und jetzt kommt die Selbstentmündigung und ich setze jetzt vorneweg einen allereinzigen Satz, der deine Welt komplett verändern wird. Und das ist der Satz, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals irgendeine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Und ich übertrage jetzt einmal den Bildschirm. Und dann schauen wir uns hier zuerst einmal dieses neue Update, dieses heutige Update an. Das ist jetzt einmal ein Grundentwurf, da heißt es hier, ein bewusster Geist erkennt auf keinem Feld, und das ist jetzt der Anfang eines Videos. Das lasse ich ganz kurz anlaufen. Auf keinem Feld kann man das Absurde so wunderbar einer staunenden Öffentlichkeit vermitteln wie in der Naturwissenschaft, weil da alles geglaubt wird. Ich sage jetzt, einer staunenden Öffentlichkeit kannst du überhaupt nichts vermitteln. Da gehen wir gleich drauf ein, weil die staunende Öffentlichkeit schon wieder etwas Ausgedachtes ist. Und Gedanken von dir erleben nichts. Also Gedanken als Ding an sich. Das heißt, kein Mensch, den du dir denkst, gleichgültig, aber dieser Mensch nur ein Gedanke ist, sprich der Gedanke an einen Körper, an einen Menschenkörper, an einen Affenkörper genau genommen. Oder auch ein sinnlich wahrgenommener Mensch als eine sinnlich wahrgenommene Information. Ist ein Dasein müssen ohne eigenen Geist. Der Geist für alle Menschen, die in dir als Information in Erscheinung treten, gleichgültig, ob die jetzt bewusst von dir gedacht werden, so wie jetzt zum Beispiel ein ausgedachter Redo und ein Udo, weil du dir das Video anschaust, oder ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist, weil diese Menschen optisch wahrnehmbar diese Körper auf deiner Farbbrille in Erscheinung treten. Das ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Weder den einen noch den anderen kannst du irgendetwas erklären, weil das alles Existenzen sind, die als Ding an sich keine Wahrnehmungsfähigkeiten haben. Jetzt nochmal, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist hundertprozentig sicher. Die Schwierigkeit ist, bist du schon ein bewusst träumender Geist oder verwechselst du dich noch mit deinen Gedanken? Jegliche Form von Leid, die du Geist erlebst, entsteht durch den Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Du machst dir ein Bild von dir selbst, du machst dir ein Bild von irgendwas da oben im Himmel oder da drunten auf der Erde und du meinst, du hast mit all den Dingen, die nur deshalb sind, weil du sie denkst oder hier und jetzt sinnlich wahrnimmst, überhaupt nichts zu tun. Das ist deine Selbstentgeistigung. Wenn das so die absurdesten Dinge werden behauptet und dann kann man. Da musst du jetzt erst einmal klar sein, was bedeutet das Wort absurd? Dieses Wort absurd ist sinnlos. Widersinnig. Und ich führe jetzt die kompletten Dogmen der Naturwissenschaft und der Religionen ad absurdum. Der ganze Widersinn der Vernunft widersprechen. Die Vernunft ist immer eine Logik, eine gewisse Logik und die ist immer begrenzt. Egal welche Art von Vernunft, ich sage, egal welche Logik du zum Denken benutzt, solange deine Logik im Widerspruch zu irgendeinem anderen logischen Denksystem steht, es in dir in Erscheinung tritt, in Form von irgendwelchen ausgedachten Figuren, ist deine Logik zwangsläufig nicht vollkommen. Holofeeling ist allumfassend. Das heißt, ich betone immer wieder, du wirst niemals von mir hören, dass irgendeine Äußerung falsch als Ding an sich falsch wäre. Es ist eine Falle, wenn du dieser einseitigen Äußerung anhängst. Aber es ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Und das Ganze bringt da das Misstönende, das Unrein Klingende. Das ist immer eine Frage von Harmonieverständnis.
um das zu verstehen oder nicht zu verstehen. Dann hört der, das kann noch so absurd sein. Und es wird angenommen, es wird zumindest für möglich gehalten. Sobald also, irgendwas als wissenschaftlich bewiesen gilt, äffen die Affen schlichtweg und einfach noch. Genau. Das kannst du ja ganz auch nicht, das Ganze selbst, dieses Vorlesung über den Prüfstand, von Kirchhoff wäre es wert, dass man das wirklich mehrere Male anhört. Er ist sehr belesen, aber ich betone immer wieder, auch diese Äußerungen sind noch voll raumzeitlich. Das heißt, er weist hier auf Missstände hin, auf Dogmen hin, hat aber das eigentliche Problem, diese Figur als Ding an sich selber auch nicht erkannt, was er nicht anzweifelt. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche oder in mehreren immer wieder darauf hingewiesen, was der normale Mensch nicht ums Verrecken holen loslassen will, ist der Glaube, dass unabhängig von ihm da außen eine Welt existiert, auch wenn er nicht dran denkt. Und dass die Welt da außen schon da war, bevor er sie sich ausdenkt. Das ist das große Problem. Also wir haben jetzt hier auf keinem Feld, und jetzt gehen wir ganz kurz in die Hebraisierung der Vatersprache rein, das hebräische Wort für Feld schreibt sich nur Shindehe. Das wäre jetzt blau gelesen, praktisch eine logisch geöffnete Wahrnehmung. Das ist das hebräische Wort für Feld. Wir können jetzt logisch geöffnete Wahrnehmung, das heißt aber auch ihr Dämon, ihre Brust, das ist Schad. Das ist übrigens eine weibliche Brust. Man muss hier unterscheiden, es gibt zuerst einmal Chasa. Wir schauen uns das ganz kurz an. Das ist die der Brustkorb. Der schreibt sich ja so. Dieses selbe Wort heißt übrigens in jedem hebräischen Wörterbuch auch in Geistesee. Das ist auf dieser männlichen Brust, oder ich sage auf dem Brustkorb, bauen sich jetzt zwei Brüste auf. Das ist die eine weibliche Brust, das ist eine logische Öffnung. Schad. Das heißt, jetzt hast du mal einfach eine logisch geöffnete, eine logische Öffnung und die zweite Brust dazu sind die Schadim, das sind die zwei weiblichen Brüste. Die Imendung ist ein Dämon, das heißt jetzt die Brüste der Frau. Und wenn du dir das jetzt schau, das kleine Bild an, wenn du den Brustkorb hast, ich habe das sehr oft erklärt, wir denken uns jetzt, da liegt ein menschlicher Körper mit dem Brustkorb und da bauen sich jetzt die zwei Brüste auf und das ist wie ein Joch, das ist wie eine Welle, die sich jetzt hier heraushebt. Das ist, wenn ich es immer so mache, der Brustkorb selbst ist die Nulllinie, in dem das gesehen wird und wir heben jetzt praktisch einen Wellenberg und ein Wellental heraus. Das ist dieses Joch, gibt es Selbstgespräche dazu, wo man sich das genauer anschauen kann. Und darum ist es auch der Dämon, das ist dann Schad für sich alleine. Das ist das Schader, das ist praktisch das Feld, ein freies Feld. Da haben wir auch eine Truhe. Wir wollen uns da nicht so arg ausufern. Und das wäre jetzt dieses Schad, was jetzt eine weibliche Brust ist und ein Dämon. Und wichtig ist hier dieser Begriff Dämon im Griechischen. Ganz, ganz wichtig, griechisch Daimon wird zunächst ein mehr oder weniger bewusster Schöpfergeist genannt. Und zwar ist es dann eine selbstbestimmende Schicksalsmacht, als warnende und mahnende Stimme, so heißt es in allen, wenn du griechische Mythologie machst, des eigenen roten Gewissens. Das heißt, der Dämon in dir ist in einem gewissen Maß, der weist dich darauf hin, was im Argen liegt. Das ist, dein Gewissen ist noch extrem, dein Gehwissen, dein geistiges Wissen ist noch extrem fehlerhaft. Und das sind jetzt hier die, darum habe ich das hier jetzt herausgestellt, den Chart nochmal herausgestellt. Und wenn wir jetzt das weiterlesen, auf keinem Feld kann man, ist gleich Geist, das Absurde ist so wunderbar. Und jetzt habe ich in Klammer einer staunenden Öffentlichkeit, Fragezeichen, was er sagt. Die staunende Öffentlichkeit ist das hebräische Wort Zippor. Kann Geist überhaupt nichts vermitteln, weil das Gedanken sind, das was existieren, das ist ein Dasein müssen und du kannst Figuren in einem Traum oder Romanfiguren nichts erklären. Wir schauen uns das ganz, ganz kurz an. Ups. Das ist jetzt hier das hebräische Wort für die Öffentlichkeit und das ist jetzt ganz interessant, wir müssen das immer in Radix, in zwei Radixen aufteilen, das heißt die Geburt eines Intellekts, blau, wir sind ja blau, wir sind in der Öffentlichkeit, was sich in dir öffnet und du hast jetzt erst einmal das Schiff, das ist ein anderes Wort für Ani, das ist die Geburt eines Intellekts und das ist Shi, ist das Geschenk von zwei Facetten, das ist die Gedankenwelle, das haben wir in GFF, wir haben ein anderes Wort für Schiff, das ist unser Ania. Das ist das blaue Ich, die schöpferische Existenz eines Intellekts, wo ich immer Ani nenne. Das heißt nämlich auch Schiff.
Das ist das Ich, das hebräische Wort für dein blaues Ich. Wenn man hier hin dran hängt, kriegst du dann das Schiff. Als zweite Form. Also wir haben unser Ziel, das kann man sich jetzt, um eine wirkliche ureigene Meinung von etwas zu bekommen, genügt es nicht nur eine der vielen einseitigen, sich selbst logisch widersprechenden persönlichen Meinungen irgendwelcher angeblich wissender Gelehrte nachzuplappern. Ich nenne das gern nachäffen, die ebenfalls nur unwidersprochen die Glaubensdogmen ihrer sterblichen Enoschlehrer rezitieren. Das sind ihre. Jedes dieser Rezitierchen ist doch nur ein schlechtes Ziel, ein Schiff, ein Ani, Ania, hier unten habe ich es hingeschrieben, unbewusstes Ego, das auch nur seine ausgedachten auf seinen Gedankenwender hinreitet. Da haben wir übrigens die 100, das ist immer die Affinität dran denken, Kof, der Buchstabe 100, die hebräische Gematria ist das Kof und das Kof ausgeschrieben heißt Affe. Aber da haben wir auch im Atbaschwert jetzt den 45, den Adam im Hintergrund hängen und im verborgenen Wertrot gelesen dein rotes Ich. Genau. Noch besser kann es überhaupt nicht passen. Und dieses, gehen wir jetzt da nochmal. Und jetzt haben wir als nächstes, wir können natürlich jetzt den ZIP noch dazu machen, aber wir bleiben einfach bei dem BOR. Das ist ein polar aufgespannte Berechnung. Und schau, was das ist. Das ist das hebräische Wort für Analphabet und Unwissende. Jetzt macht es natürlich einen Sinn. Und ich kann nur betonen, ich erkläre dir hier einen Matrix-Code, der eine Welt aufbaut, deine Traumwelt aufbaut. Es ist wirklich ein Matrix-Programm. Und ich mache das ja sehr einfach. Das sind Vereinfachungen von Vereinfachungen. Darum sage ich, hier Kirchhoff behauptet, das Absurde so wunderbar einer staunenden Öffentlichkeit vermitteln. Ich mache jetzt hier dieses Absurde wunderbar. B.A. heißt das Äußere auf Hebräisch. Einer staunenden Öffentlichkeit an Zippor, einen unwissenden Analphabeten, einen Trockennasen offenbar eigener Definition, kann man nichts vermitteln. Darum schreibe ich einen bewussten, einen bewussten Geist vermitteln. Hier kann man das Absurde, Wunderbare, das ist in Klammer gesetzt, einen bewussten Geist vermitteln, wie mit der Naturwissenschaft. Diese Naturwissenschaft, die du dir zurzeit ausdenkst, ist die vollkommene Demonstration der Entgeistigung der Menschheit. Jetzt bewusst chronologisch gedacht hier, das 20. Jahrhundert hat zu einer absoluten Entgeistigung des menschlichen Geistes geführt mit dieser naturwissenschaftlich-materiellen Erkenntnis. Das heißt, diesen von dir Geist de facto jetzt ausgedachten Primaten, das heißt diesen irgendwelche frei erfundenen Vorstellungen geistlos rezitierenden Wissenschaftlern, das heißt, diesen sterblichen Primaten bei eigener geistlos nachgeäffter Definition kann ein Geist nichts erklären. Es wäre wie, wenn du jetzt dir was denkst und du würdest den Gedanken zu erklären versuchen, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Genau. Das wiederhole ich immer wieder. Und jetzt mache ich Schnipp und jetzt denkst du an deine zwei Hände, die haben hundertprozentig sicher die ganze Zeit nicht existiert. Und jetzt realisierst du die ja zu einer sinnlichen Wahrnehmung, das Gefühl ist ja schon da, zu einer optisch-sinnlichen Wahrnehmung, indem du die vor die Hand, vor die Augen, auf deine VR-Brille holst, die auf und zu machst und jetzt versuch den Händen zu erklären, dass du sie sinnlich wahrgenommen auf der VR-Brille erschaffen hast und du derjenige bist, der sie auf und zu macht. Ein träumender Geist, wenn du ein bewusst träumender Geist bist, ist dir klar, dass alles, was in dir in Erscheinung tritt, deshalb ist, weil du es träumst. Jetzt kriegst du wieder einen Hauch von Bewusstsein über deine eigene Göttlichkeit. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das kann man hundertprozentig sicher überprüfen. Und ich habe jetzt hier oben schon so viele Reiter aufgemacht, das ist jede Kleinigkeit, wenn wir uns das genauer anschauen, das ist hier... Holofeeling ist extrem vielfältig. Ich kann immer wieder bloß Kleinigkeiten rausziehen. Und da geht es hier schlichtweg zuerst einmal darum, was dir klar ist, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und das wiederhole ich jetzt nochmal. Alles, was du dir jetzt denkst in Bezug auf den Makrokosmos und in Bezug auf den Mikrokosmos, äffst du nach. Es ist auf deinem Schwamm drauf, das kennst du vom Hörensagen. Man kann weder im Makrokosmos, der so unvorstellbar groß ist, über die empirische Wahrnehmung hinausgeht und im Mikrokosmos, der so unvorstellbar klein ist, kann man nichts entdecken. Du kannst keine Wassermoleküle und keine Atome entdecken. Das heißt schon, dass du dir das ausdenkst.
gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kennst du es vom Hörensagen, dass es in dir aufgetaucht ist, jetzt ausgedacht, in einer Zeitung, auf einer Internetseite oder irgendein Mensch, der in dir sinnlich wahrgenommen in Erscheinung tritt und dir das erzählt hat, und dann äffst du das nach. Oder du bist der Erste, in dem das auftaucht, schlichtweg als ein Einfall, dass das so sein könnte. Das hat aber mit einem Beweis, dass es so ist, nichts zu tun. Man kann sich das auch anders denken, dass es anders ist. Und wir haben zuerst einmal zwei verschiedene Arten von Wissen. Und jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass du zuhörst. Ich betone immer wieder, alles, was ich jetzt behaupte, ich beweise das in erster Linie, dass ich in Wörterbücher reingehe, in Wörterbücher, die für dich als normal gesprochen offizielle Wörterbücher gelten. Das heißt, ich behaupte nichts, was nicht schon in deiner Menschheit vorhanden wäre. Es steht auch in keinem Widerspruch zu irgendeinem Wörterbuch. Es ist bloß, was machst du aus den Worten? Wie einseitig legst du das aus? Das geht in den Wissensbegriffen schon, wenn wir jetzt sagen, die normativen Wissenschaften. Das Ziel normativer Wissenschaft ist die allgemeine Beantwortung normativer Fragen. Normative Fragen sind Fragen nach dem, was sein soll. Insbesondere, wie gehandelt werden soll und welche Werte und Ziele angestrebt werden sollen. Und das führt dich immer in eine Einseitigkeit. Holofeeling beschreibt dir das heilige Ganze, das Heilige, das Allumfassende und nicht irgendeine Facette, irgendeine Perspektive. In dem Moment, wo du irgendetwas Besonderes haben willst, etwas Besonderes anstrebst, entheiligst du das Heilige, weil das dann nicht Angestrebte gehört nämlich auch zum heiligen Ganzen. In dem Moment, wo ich auf dem Berg oben sein will, bin ich nicht mehr unten. In dem Moment, wo ich gesund sein will, bin ich nicht krank. In dem Moment, wo ich reich sein will, bin ich nicht arm. Und genau dieses Prinzip, die neue Welt, die neue höhere geistige Ebene, erreichst du in dem Moment, wo du alles, was sich widerspricht, vereinigst und was vollkommen Neues daraus machst. Das klassische Prinzip ist, du musst dich in den Mittelpunkt bewegen. Es geht nicht darum, gesund oder krank oder reich oder arm zu sein, sondern was ist die Ursache für diese zwei Seiten? Der Mittelpunkt, aus dem das entspringt. Normative Fragen stellen sich unter anderem in Ethik, in Politik, in Ökonomie, in Recht, in Pädagogik. Das sind immer Einseitigkeiten. Selbstentheiligung, komplette Entgeistigung des menschlichen Geistes, was eigentlich genau genommen in Bezug auf den Adam ein göttlicher Geist ist. Aber Gott existiert in der Wissenschaft nicht mehr. Gott ist Geld. Ohne Wenn und Aber, Gott ist Geld. Normative Wissenschaft ist nicht zu verwechseln mit empirischen Untersuchungen von Normen durch Soziologie, Ethnologie und Psychologie. Während es diesen Wissenschaften um die Beschreibungen und Erklärungen bestehender Normensysteme geht, ich nenne das schlichtweg und einfach Dogmen, logische Denksysteme. Und dann stellt sich die Frage nie, ob was besser oder schlechter ist. Bemüht sich normative Wissenschaft um die Rechtfertigung und Kritik von einzelnen Normen und ganzen Normensystemen. Eine Rechtfertigung von irgendetwas heißt immer, das ist richtig, und sobald du eine Richtung postulierst, dass was richtig ist, muss zwangsläufig was entstehen, was verkehrt ist. Dieses Gesetz, es gibt kein Oben ohne Unten. Es gibt kein Hell ohne Dunkel. Es gibt aber einen Zustand, eine Synthese von beiden, da muss sich aber dein Geist erheben. An Beispielen mangelt es nicht. Demgegenüber hast du jetzt die positiven Wissenschaften, ich mache das ganz kurz, oder auch die deskriptive Wissenschaft ist im Gegensatz zur normativen Wissenschaft eine Wissenschaft, die unabhängig von metaphysischen oder religiösen Vorgaben ist. Ganz wichtig. Und sich auf die praktische Aufgabe bezieht. Sie beschreibt, was ist. Und nicht, was sein soll. Das ist Holofeeling. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, was hier und jetzt da ist. Das ist die einfache Erkenntnis, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst. Dann denkst du an den jetzigen, an den aktuellen Körper. Und der wird zu einer sinnlich wahrgenommenen Information. Aber wer ist es, der sich den Körper ausdenkt? Du bist nicht dieser Gedanke an deinen Körper. Das ist hundertprozentig sicher, weil sobald du an was anders denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Ja. Aber wenn du jetzt denkst, ich bin ein Geist, dann denkst du schon wieder an was, nämlich an das Wort Geist. Das ist unser Trick mit dem Roten, der Rot-E. Das ist der Adam. Und für den gilt als Gotteskind, mach dir kein Bild von dir selbst. Und mach dir kein Bild. Die Bilder, B-I-L-D-R, sind immer in dir drin, das sind deine Informationen. Das machen wir jetzt gleich einmal weg.
können wir jetzt ewig lang drauf eingehen, was ich in vielen Fällen schon gemacht habe. Und dann führt uns das zwangsläufig, und da springe ich jetzt hier mal rein, kleinen Moment, ich habe das so viel aufgemacht. Wir hören uns den an einer anderen Stelle an, bei 40,26. Das ist jetzt vielleicht 15 Jahre her. Und habe gesagt, man kann Leben nicht erklären. Und das wissen wir nicht. Da sagt Katze. Doch, man kann Leben erklären, wenn man weiß, wie es wirklich funktioniert. Dazu muss man aber Geist sein. Das ist zum Beispiel auch eine Behauptung. Mit Holofeeling erkläre ich dir das, was Leben ist, bis ins Detail. Allen Ernstes dann gesagt, ja, aber können Leben nicht erklären, das ist doch Stoffwechsel. Ich sage, Leben ist Stoffwechsel. Schauen wir uns mal das Wort Stoffwechsel an. Da haben wir schon raumzeitliche Erscheinungen. Mit Holofeeling ist kreisende zwei Facetten off. Das heißt, wir sagen einfach einmal, der Stoff, den du wahrnimmst, wenn in dir irgendein Stoff in Erscheinung drin ist, ist das aber deine Information. Das ist hundertprozentig sicher. Es muss eine Information von dir sein, weil sonst kannst du es ja nicht wahrnehmen. Und diese Information wechselt von Augenblick zu Augenblick, von Gedanke zu Gedanke. Das ist der Stoffwechsel. Und weil das in dir passiert, wenn du ein träumender Geist bist, ich sage immer, die 200 Gramm rodet, jede formt sich ständig um, von Gedanke zu Gedanke, von Information zu Information. Gleichgültig, ob das jetzt bewusst ein Gedanke ist, bewusst selbst gedacht oder unbewusst in dir als Reizauslöser auftauchend oder ob sinnlich wahrgenommene Informationen sind, sie ändern sich von Augenblick zu Augenblick. Das ist wie die Gedankenwellen ändern sich an der Oberfläche von dem, der immer ist. Und du bist immer derselbe Geist, egal an was du denkst, egal welche Information du anschaust. Es ändert an dir selbst nicht das Geringste. Dein Leben ist der ständige Wechsel deiner Informationen und das ist der Stoffwechsel. Jetzt habe ich dir in wenigen Worten erklärt, was Leben ist. Genau. Interessant ist das griechische Wort Metabolismus, so nennt man das nämlich. Das ist hier, zuerst einmal, wenn wir das griechische Meta uns anschauen. Das können wir jetzt wieder hebraisieren mit dem He heißt, was ist ein Wachraum? Wir machen das einfach mal so. Das ist etwas, et ist eine augenblickliche Erscheinung. Und was ist diese augenblickliche Erscheinung, die du zu sehen, ehen bekommst? Übrigens ganz nebenbei, wir sind wieder bei unserem Adam. Die der Adam zu sehen bekommt. 4 und 5 zusammengezählt gibt 9, das ist eine Spiegelung. Es ist schlichtweg eine, wo ist diese Spiegelung in der 85? 85, ganz nebenher, ist es hier. Ja. Es ist ein B fehlt, 2 fehlen. Zweiter Buchstabe, B fehlt, 2 fehlen. Und das ist der Ende des Flusses, ist immer der Mittelpunkt. Und das Ganze nennt sich auch eine HBH, eine Höhle, die auseinandergeschmissen wird. Unser HBH, JHBH. Fragen? Das passiert immer hier. Okay, man kriegt irgendwann einmal ein Gefühl für diese Zahlenebene. Und das Ganze ist da. Diese erscheinende Schöpfung, blau gelesen, ein so ein Zündelsystem, das ist dein Wachraum. Dein Wachraum ist deine Information, der Raum in deinem Traum, T-Raum, ein Spiegelraum. Der Raum in deinem Traum, das ist der Wachraum. Okay. Und jetzt ist es interessant, dieses Meda hebraisiert, das heißt eigentlich in der Mitte. Das ist wie ich dick. Es spitzt sich im Zentrum ab in unserer Kamera Obscura. Bin ich tausendfach drauf eingegangen. Wenn wir uns jetzt da reinlesen, immer zusammen mit meinem Sohn, JCHICH, der vorm Bücherregal und der liest, wir sind untrennbar miteinander verbunden. Du bist bloß in der Vergessenheit, weil du dich mit deiner Figur in deinem Traum, mit deinem Avatar verwechselst, was ich jetzt nicht mache und immer das Ganze kontrolliere, dass das nicht so arg ausufert. Das heißt, dass sie aber nicht getrennt zu denken ist. Es ist ein Gedanke, egal an was du denkst, egal wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst, den darfst du nicht getrennt von dem Denker denken. Es würde diesen Gedanken, es würde die Information nicht geben, geh eben, Geist ist eben, wenn nicht eine Gedankenwelle auftauchen würde, die aber letztendlich untrennbar mit dem Mittelpunkt verbunden ist, aus dem sie entspringt. Stimmt oder stimmt? Ja. Diese Quintessenz H, Inder ist DR1, ist Generation 1, DR, diese geöffnete Berechnung hast du auf Hebräisch Generation. Wir können jetzt das dann hier noch ein wenig runter machen, das heißt,
vom Ort inmitten. Es geht um den Ort, der immer das Meer ist immer in der Mitte. Und da beginnt jetzt ein ZW-Ischen, dieses Z-Waff. Wir haben wieder unseren Befehl und die Otter. Ist Ischen, ist Schlafen und Träumen. Aber der Traum spitzt sich wirklich in einem Punkt ab, in dem Zentrum dieses träumenden Geistes. Und das Ganze hat jetzt wieder zwei Seiten, nämlich die Verbis, das Verb, die Zeitwörter der Ruhe und die Verbis der Bewegung. Das eine wie oben und unten, wie hell und dunkel, wie gesund und krank, gehört untrennbar zusammen. So wie ein immer seiender Geist, das Meer, das unveränderlich ist, ewig ist und seine sich ständig verändernden Gedanken werden, das ist die Bewegung, ohne dass sich an dem Meer selbst was verändert. Das Mittelmeer ist immer dasselbe Mittelmeer, egal ob da oben ein bisschen was leicht vor sich hin wogt oder einen riesen Sturm Wellen aufschmeißt. Diese Gedankenwellen, da mache ich noch eine Kleinigkeit, schau bitte mal das kleine Bild unten an, dem Brösel Udo, wenn wir eine Nulllinie machen, ist immer, wenn ein Wellenberg auftaucht, habe ich gesagt, haben wir im selben Moment eine Nichtwelle, ein Wellental, das ja eigentlich nichts ist, in diesem Beispiel. Und jetzt gibt es auch ein Phänomen, also das kommt nie nacheinander. Wenn du ein Solidon zum Beispiel machst, eine, so eine Monsterwelle, kann man rein arithmetisch beschreiben, dann hast du nur einen Wellenberg und der Witz ist, dann sagst du, ja, da fällt ja das Wellental, das fällt nicht, sondern auf das Zeitfenster bezogen, wandert dann unsere Nulllinie, wir haben einen großen Wellenberg und rechts und links daneben haben wir ganz leicht unter der Nulllinie haben wir eine Gerade. Das heißt, immer das unter der eigentlichen absoluten Nulllinie ist dann trotzdem das, was sich anhäuft in einem Solidon, trotzdem da. Wird aber jetzt arithmetisch viel zu weit führen, wenn ich dir das jetzt erkläre. Man muss halt sehr universell gebildet sein und nicht nur in der Physik oder in der Geometrie oder in der Arithmetik, sondern vor allem auch in der Religion, weil ich zeige den Heiligen Schriften, dass das exakt beschrieben wird. Nicht nur in der Tora, auch in den Upanishaden, das sind nur andere Darstellungsformen. Das heißt also, das heißt hier, wenn wir jetzt uns wirklich reindenken, zwei in der Gemeinschaft, in der Verbindung mit einem, ich sage immer mit dem Ersten, etwas tun. Du kannst immer nur mit dem Ersten was tun, mit dem Geist, der sich das ausdenkt. Ohne einen Denker gibt es keine Gedanken, ohne einen träumenden Geist gibt es keinen Traum. Und solange du aufgrund von Reizauslösern, ich sage einfach auf Worten, auf einem Monitor oder auf einem fetzten Papier oder aufgrund von Geräuschen, die in dir auftauchen, das ja auch Worte sind, tausendfach erklärt, jetzt vollkommen zwanghaft im Maße zu deiner Logik eine Vorstellung in dir aufbaust. Und du meinst, du hast mit dem, was du dir denkst, nicht das Geringste zu tun, ist ein klares Zeichen der vollkommenen Selbstentgeistigung. An was denkst du, wenn du an deine Wissenschaftler denkst, dass die so gescheit sind? Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie er von dir gedacht wird? Das sind Wahnsinnige. Das wird dir irgendwann einmal bewusst, da gibt es nichts zum Bewundern und dann wirst du merken, dass du ganz alleine bist. Das heißt, also, den Stoffwechsel kann man jetzt auch gleich einmal wegmachen. Ich bin jetzt nur, jetzt können wir natürlich in dieses Bolet und dieses Bullis noch reingehen, die schauen wir uns auch noch an. Immer dran denken, ich sage, jedes einzelne Wort wäre wert, ein 400-Seiten-Buch draus zu machen. Und jetzt kriegst du plötzlich bei diesem Bullis das Wurfgeschoss. Der Wurf von Würfeln, Bolle. Der Würfel, der Wurf, Fell. Ich will jetzt da nicht so arg ausgehen, was viel wichtig ist, ist es Senkblei. Das führt uns nämlich zu Anoki, zum Lot. Ein Senkblei ist nur ein anderes Wort für ein Lot. Und dann diese Politikos, da ist es dick mit drin, dick ist in der Mitte. Mhm. Das ist das Internet, die Netze, mit denen du alles einfängst. Da landet man dann irgendwie bei dem Menschenfischer, bei dem Christuszeichen. Ja. Da will ich es aber jetzt auch dabei sein lassen. Den Stoffwechsel machen wir weg. Den machen wir weg. Das ist also hier, wenn man das jetzt durchliest, das klingt im ersten Moment so unheimlich beleidigend, aber ich beleidige niemanden. Wenn ich dich darauf hinweise, wenn ich sage, einen bewussten Geist vermitteln, du kannst es nur einem bewussten Geist vermitteln, niemals irgendeiner ausgedachten Öffentlichkeit. Du kannst einen Gedanken, eine Information von dir nicht erklären, ich wiederhole das immer wieder, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Und das ist ja das Schlimme, wenn du jetzt versuchst, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, versuchst du Informationen, die du erschaffst, von irgendetwas zu überzeugen. Und wenn du dich über irgendwelche Menschen aufregst, muss dir klar sein, würdest du die jetzt nicht denken, würden die in deinem Kopf gar nicht existieren.
dein ganzes Leid baut auf den Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Und ich betone, ich spreche jetzt zu dem Geist, der sich den Udo, diesen Lautsprecher ausdenkt, den er jetzt zuhört. Der übrigens nicht existiert hat, weder der Udo noch der Lautsprecher, bevor du nicht an den Udo oder den Lautsprecher gedacht hast. Was da waren einfach diese akustisch sinnlich wahrgenommenen Geräusche, sprich diese Worte waren in dir drin. Und du reagierst auf jedes einzelne Wort, auf jede einzelne Gestik. Reagierst du. Jetzt konzentriere dich einmal bitte auf den kleinen Pixel-Udo. Und ich mache jetzt so alter Trick vor mir. Arschloch, Drecksau, Drecksau. Mit einer gewissen Bildung, was der sofort an was denkt. An der Krankheit. Die nennt man Tourette-Syndrom. Vorausgesetzt, du hast es auf deinem Programm. Du kannst gar nicht anders. Wenn du das nicht weißt, dann sagst du, was ist mit dem jetzt los? Aber was hast du jetzt eigentlich gehört? Wie dein Lautsprecher jetzt bewusst ausgedacht und du hast ein Pixelmännchen angeschaut. Kann der Pixelmännchen krank sein? Kann das an Tourette-Syndrom leiden? Wissen ist nicht nötig, sondern Bewusstsein, um das zu verstehen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, neugierig, was ist jetzt eigentlich da und wie reagiere ich selbst drauf? Was mache ich aus diesen Reizauslösern? Und damit forme ich ständig meine Informationen. Wenn wir jetzt zum Beispiel reinspringen in die Physik, wir können hier so viele Sachen machen. Es gibt da zuerst einmal, und zwar nehme ich ein älteres Selbstgespräch. Es wäre es wert, dass man es uns wirklich ganz anhört. Das ist dieses Selbstgespräch vom 28.06.2021. Ich lasse das einmal ganz, ganz kurz loslaufen. Zwei Erkenntnisse. Und das steht in dem kleinen Absatz. Bei der Quantenmechanik gibt es seit 120 Jahren in der Naturwissenschaft, das heißt auch für unseren Professor Lesch, zwei große Erkenntnisse, die schon vor der speziellen Relativitätstheorie vor Einstein als hundertprozentig sicher arithmetisch bewiesen gelten. Das ist der erste Satz, das nennt sich in der Quantenmechanik, alles ist mit allem verbunden. Und die zweite große Erkenntnis, der sogenannte Beobachterphänomen, dass der Beobachter letztendlich die Beobachtung erschafft bzw. beeinflusst, das, was er beobachtet. So, das lassen wir mal gut sein, das heißt, ein Beobachter setzt für Beobachter einfach einen Denker. Ein Denker erschafft das, was er denkt. Zwangsläufig ist alles, was du beobachtest, auch in einer gewissen Art und Weise Gedanken von dir. Setze für das Wort Gedanke einfach das Wort Information. Mhm. Egal, was du beobachtest, es sind deine Informationen. Und als träumender Geist suchst du dir nicht raus, wie sich das verändert. Aber jetzt schauen wir uns mal dem Beobachterphänomen ganz einfach an, was da bei Wikipedia steht. Und du wirst jetzt merken, da beginnt die Geistlosigkeit. Der Beobachter in der Physik, derjenige, der ein Phänomen, sprich irgendeine Information. Du kannst immer nur deine eigenen Informationen beobachten in unserer Metapher. Wenn du der bist, der immer ist, kannst du immer nur deine eigenen selbst aufgeschmissenen Gedankenwellen als träumender Geist beobachten. Du brauchst die Unterschiede. Es kann sich dabei um eine reale Person, das ist vollkommen geistlos nachgeäffter Blödsinn, weil eine Person ist eine Maske, die Maske sieht nichts. Die Person, der Körper, die Augen, das Gehirn, egal was du dir ausdenkst, hat keine Wahrnehmungsfähigkeit. Nur der Geist, der in diese Person, in diese Maske eingehüllt ist, der innerste Kern, der nimmt den Traum wahr und nicht irgendeine Erscheinung. Es kann um eine reale Person oder um eine geeignete Messapparatur oder ein Gedankenexperiment handeln. Diese Messapparatur, sprich eine Kamera, kann nichts beobachten. Ein Mikrofon kann auch nichts, keine Geräusche beobachten. Es ist ausgedachte Materie, es ist geistlose Materie. Ob du an einen Computerchip denkst oder an einen Trockennasenaffengehirn. Es ist eine existierende Erscheinung in dem Moment, wo du das denkst und die Sachen als Ding an sich haben keine Wahrnehmungsfähigkeit. Das heißt, beobachten kann nur ein Geist, der geistig fähig ist, etwas wahrzunehmen. Ausgedachte Dinge können weder was wahrnehmen noch was spüren. Und da kann der Udo tausendmal sagen, wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn spürt es nicht. Wenn du Kopfschmerzen hast, dein Kopf spürt es nicht oder Kreuzschmerzen. Und wenn du was siehst, deine Augen sehen das nicht und dein Gehirn sieht es auch nicht, weil das ausgedachte Dinge sind. Du siehst es. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Bist du Geist oder bist du nur ein Gedanke, den du selbst denkst? Beantworte dir die Frage von selbst und wenn du das irgendwann einmal checkst, dann wirst du feststellen, dass alles, was du denkst, schon wieder weg ist, wenn du es nicht mehr denkst. Also bemühe dich nicht, irgendeinen Gedanken zu erklären, dass es ein Gedanke von dir ist.
in einem Gedankenexperiment. Experi herausgetreten um dich herum und jetzt haben wir wieder unser Mentor, unser Fundament, sich etwas überlegen, das sind deine Gedankenwellen, du bist im Meer als Geist und Lügen verbreiten, die um dich herum rein gedanklich in Raum und Zeit verstreuen. Das ist der Witz um gedachte Personen. Das ist, wenn man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist Wikipedia, das Lexikon der Welt. Es Wahnsinn. Kann sich dabei um eine reale Person, um eine geeignete Messapparatur oder in einem Gedankenexperiment um eine gedachte Person handelt. Eine von dir ausgedachte Person existiert in dem Moment, wo du die denkst und die wird das sehen oder erleben, was du denkst, dass die sieht und erlebt. Das gilt auch für jeden Physiker, den du dir ausdenkst. Der existiert erst, wenn du ihn denkst, hier und jetzt. Gleichgültig, wo du dir denn jetzt räumlich oder zeitlich hindenkst. Und er wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Und er wird das entdeckt haben, was du denkst, dass er entdeckt hat. Und wenn du nicht mehr denkst, ist er weg. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist das vollkommen neue Holo-Feeling. Das ist ein böser Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Komm, deine momentane Traumwelt ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Ich diskutiere darüber nicht mit Affen und glaub mir, du wirst den Kürzeren ziehen. Wenn du Geist bist, bist du ewig. Und ich betone jetzt nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich eines Geistreicheren besitzt. Es ist ein Geschenk. Holofeeling ist nicht für die Trockennasenaffen, die du dir ausdeckst. Du musst es auch nicht weitergeben. Du kannst es natürlich auf der Bröselebene probieren. Und ich sage immer wieder, solange sich einer dagegen wehrt, jetzt, wenn du an deine Politiker denkst, die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit, die ganzen Wissenschaftler mit ihren ganzen geistlos rezitierten Wissen von Viren und dem ganzen Zeug, wir können ja jetzt in die Medizin reingehen, es gibt natürlich dann immer wieder Ausnahmeerscheinungen, ich lasse den einmal laufen, ist natürlich jetzt auch nur ein Gedanke, dieser Professor Dr. Gerd Reuger, ein Radiologe, mal den Werdegang anschauen. Was der Mann für einen Werdegang hat, welche Auszeichnungen der hat. Der hat sich jetzt eines Besseren besonnen, weil er merkt, das ist ein Wahnsinn, eine Geldmachmaschine. Und es gibt etwas, was die Menschheit, hör mal ganz kurz rein. Ja, die erste Überzeugung sollte erstmal sein, dass jeder Mensch weiß, dass das Effektivste, was er zur Verfügung hat, die eigene Selbstheilung ist. Jetzt muss man natürlich schon wissen, was denkst du bei dem Wort Mensch? Ein Affe bei eigener Definition weiß es nicht. Das weiß er zum Beispiel jetzt auch nicht. Aber jetzt ist die Frage, kann das Pixelmännchen, das du jetzt vor dir hast, kann das was wissen? Ach, du meinst doch, das ist eine Aufnahme von einem Trockennasenaffen. Kann ein Trockennasenaffe was wissen? Das sind deine Gedanken. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Jegliche Art von Information von dir ist immer nur eine Zeiterscheinung für einen Moment, den du dir ausdenkst. Darum sage ich immer wieder auch dieses Mom. Das sind zwei Gestalten. Das ist das hebräische Wort für Fehler. Und das passiert jetzt in Ecken. Das sind Facettenlichter in Ecken. Jetzt könnte ich dich wieder reinspringen lassen in unsere Tetraederstruktur. Das ist immer aufgespanntes Wissen. Das ist äußere Wert 86. Aufgespanntes Wissen in Form einer Affinität. Plus minus immer gleichzeitig. Es würde jetzt viel zu weit gehen, wenn wir hier die rote 4 nehmen mit den zwei Sechsen hüben und drüben. Es wird hier genau erklärt. Und auf diese Selbstheilung kann man erstmal vertrauen. Das ist was Eigenartiges, so wie du von ganz alleine vom Säugling bis zu einem Greis dich ständig veränderst. Aber immer im Hier und Jetzt. Egal, was du jetzt denkst. Und du hast Lebensabschnittsgefährten. Jetzt mach doch ganz einfach mal, denk dich schlichtweg einmal einfach zurück. Und du denkst dich jetzt, wie du so in der Pubertät warst mit 14, 15 Jahren. Dann denkst du jetzt an dich. Und dann hast du Freunde gehabt. Die kannst du jetzt auch denken. Die sind hier und jetzt in deinem Kopf. Wo ist jetzt der Unterschied, ob du dich als 14-Jährige oder Jährigen denkst, je nachdem, ob du zurzeit die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielst, oder du denkst jetzt an dich. Du tauschst nur hier und jetzt deine Informationen aus. Was verändert es an dir selbst? Nichts. Überhaupt nichts, wenn du weißt, was du bist. Und diese Angstmacherei, diese vollkommene Demonstration, wenn wir hier zum Beispiel unsere Politiker nehmen, jeder äfft jeden nach, diese unendliche Vielfalt von Denkmöglichkeiten sind, wie viele Perspektiven taugen in dir auf und du willst nur eine einzige davon wahrhaben. Die jetzt auf die Straße gehen, das, was ich sage, es gibt bei Holofeeling nicht was richtig und verkehrt ist. Was ist das heilige Ganze? Was ist dieser unveränderliche Parameter in diesem Spiel?
Das ist das wirklich Wichtige. Das ist dieser kleine Ansatzpunkt vorneweg. Wir hören es uns nochmal an. Man kann's, das heißt, eine Beobachtung ist untrennbar mit dem Beobachter verlässt. Zwei große Erkenntnisse, die schon vor der speziellen Relativitätstheorie vor Einstein als hundertprozentig sicher arithmetisch bewiesen gelten. Das ist der erste Satz, das nennt sich in der Quantenmechanik, alles ist mit allem verbunden. Das ist alles, du Geist bist mit allem, was du denkst, verbunden. Egal an was du denkst. Egal, wo du das räumlich oder zeitlich hindenkst. Ich wiederhole das gebetsmühlenhaft. Wenn du das installiert hast, wenn du Geistes verstanden hast, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht, dass du zerstört wirst oder dass du was verlieren könntest. Und die zweite große Erkenntnis, der sogenannte Beobachterphänomen, dass der Beobachter letztendlich die Beobachtung erschafft bzw. beeinflusst. Setze für Beobachter schlichtweg und einfach Denker. Du erschaffst das hier und jetzt, was du jetzt denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Du erschaffst auch Corona. Die größere Frage ist, wie wiederholst du das immer wieder? Warum wiederholst du das immer wieder, wo es dir schon so auf den Keks geht? Und jetzt, das ist übrigens interessant. Ich bringe dann auch physikalische Beispiele. Und dann machen wir jetzt einen ganz kleinen Schluss noch. Dass jeder, der dir irgendwie irgendwas Positives erklärt, und das gilt jetzt nicht nur in der Physik, das gilt in der Soziologie überall. Jeder, das heißt, jeder, der behauptet, wenn du das und das machst, wird es besser. Der dir erklärt, dass er was besser macht, merkt nicht, dass irgendwo ganz woanders Schmetterlingsphänomen negative Effekte auftreten, ganz massiv. Ja. Du verlagerst ständig das Problem in einen Bereich aus deinem Wahrnehmungshorizont, wo dich aber völlig breitseitig zeitverzögert wieder trifft. Da bringe ich übrigens einige physikalische Beispiele in diesem Selbstgespräch. Das heißt, wenn dir einer sagt, Impfen macht das Ganze besser, merkt er gar nicht, was da ein Negativschwall ist, dass die ganze Sozialsystem zusammenbricht, dass mittlerweile die Menschen sowas verstritten sind, bis in die tiefsten Familien hinein, dass Mann und Frau streiten, ob man die Kinder impfen lässt oder nicht. Eine Panikmache und jetzt ganz wichtig, Cut. Es ist niemals irgendjemand schuld, den du dir ausdenkst. Es gibt da außen keine Schuldigen. Der Einzige, der schuld ist, dass das ist, was ist, bist zuerst einmal du, weil du denkst dir es doch. Aber mit dem kleinen Trick, dass du jetzt weißt, ich bin ein träumender Geist und ich kann mir ja nicht raussuchen, was ich denke, träume, kannst du dich selber freisprechen. Aber dann musst du dir vergeben und alle Schuld auf dich nehmen. Und das ist die Rückgewinnung deiner eigenen göttlichen Macht. Dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, ich wiederhole nochmal zum hundertsten, zum tausendsten Male, die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat's gemacht? GE Quadrat ist die Macht. Wer hat's gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Und du sagst jetzt einfach ich. Ich bin für diesen Gedanken verantwortlich. Ich mache ihn in mir, weil ich das jetzt denke. Das ist die große Erkenntnis des Christus. Ich nehme alle Schuld auf mich. Damit nehme ich auch die ganze Macht wieder. Ich bekomme meine Macht zurück. Und es ist so simpel, wenn du jetzt weißt, dass ich jetzt in dieser Erweiterung der Traumwelt sage, es ist ein Computerprogramm, ein Videospiel. Versuch niemals, die Bilder auf dem Monitor oder auf deiner Farbbrille zu verändern. Die verändern sich von alleine. Und wenn du dich jetzt selber beobachtest, dann musst du dich aber neben dich hinstellen, als Geist, als bewusster Geist und beobachten und neugierig darauf werden, wie du funktionierst. Dass jeder Bild, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ein Reizauslöser ist, auf den du mit der jetzigen Logik, mit dieser fehlerhaften Logik reagierst und durch deine Reaktion formst du deine Informationen um. Wenn du wesentliche Veränderungen willst, musst du dein Programm verändern. Hör auf, die Bilder auf dem Bildschirm verändern zu wollen. Das machst du mit Reaktionen. Du reagierst und du kriegst eine andere Information. Es ändert aber nichts an dem Programm. Da hängst du wie in einem Gefängnis drin. Und um das Programm zu verändern, brauchst du Holofeeling. Und dann werden solche Aussagen hier, wie zum Beispiel in Physikbüchern, die Risse im Fundament, da haben wir wieder unser F unter. Facetten sind Wellen, die von dir aufgeschmissen werden, Mentor überlegt werden und diese Lügen verbreitest du um dich herum. Das sind immer so Kleinigkeiten. Mein Beweis sind die Wörterbücher. Es sind schlichtweg und einfach die Wörterbücher. Das ist F unter, kannst du ja nachschauen, das heißt Farben sich gegen die wirkliche Wahrheit versündigen.
egal was du als wahr ansiehst, du belügst dich selber, weil du geistlos irgendeine einseitige Sichtweise von anderen nachäffst, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ich sage, zeig mir die Viren, zeig mir das heliozentrische Weltbild. Egal was du mir zeigst, ich sage, das ist ein Fetzen Papier, das ist ein Monitor, aber kein heliozentrisches Weltbild. Wenn wir jetzt hier reingehen, das ist absichtlich Lügen und sich täuschen. Zum Lügner werden. Das sind deine Menschen, deine Professoren, deine Politiker, die lügen sowieso, wenn sie den Mund aufmachen. Warum? Weil du die träumst. Figuren in einem Traum können sich nicht raussuchen, dass sie geträumt werden. So wenig wie sich irgendwelche Protagonisten oder Antagonisten in einem Roman, die in einem Roman in Erscheinung treten, in Form von Worten, die dann von dir wiederum in deinem Kopf zu einem Film, zu einer Vorstellung werden, sich raussuchen können, dass du sie dir ausdenkst oder dass der Autor die so entworfen hat. Das heißt hier, wenn wir uns jetzt da irgendwas ausdenken, diese ganzen Wissen, das wissenschaftliche Weltbild, was ist das wissenschaftliche Weltbild? Ein polarer Rand im Kind. WIED heißt Brandopfer im Kind. Die wollen jetzt ständig festigen. Das ist also so ein geistloses Nachgeäffe. Wir existieren ja. Betonung liegt auf dir. Geist existiert nicht. Geist erlebt das, was in ihm existiert. Im Kern geht es um die Frage nach dem Ursprung unserer Existenz. Das ist ganz leicht zu beantworten. Das müssen wir klären, was verstehst du unser Unser? Solange du unser Unser, irgendwelche Primaten verstehst, die existieren in dem Moment, wo ich sie mir denke. Das ist hundertprozentig sicher. Wo ist die Komplexität? Merkst du, wie einfach die Antworten sind? Existieren Menschen, wenn du nicht an Menschen denkst? An was denkst du bei dem Wort Menschen? An Affen oder an Geist, an einen Adam? Die Urknalltheorie, immer darauf hingewiesen, eine Theorie, eine These ist eine Sichtweise, zwangsläufig eine Perspektive. Die Praxis ist die Wirklichkeit. Du musst von den Theorien in die Praxis, in die Wirklichkeit gehen. Das wirkliche Licht bist du selbst. Und dann haben wir immer wieder das Spiel von Materie und Antimaterie, die sich ja gegenseitig auslöschen. Übrigens der Wellenberg und das Wellental auch. Die Materie ist der Wellenberg, den du dir jetzt als blauen Wasserberg denkst, und das Wellental ist ein Nichts. Das gibt es nicht ohne das, aber die löschen sich gegenseitig aus. Einfach und simpel, kindgerecht erklärt. Genau. Ich erkläre jeden 13-Jährigen die kompliziertesten Formeln der Quantenmechanik, wenn er Holofeeling verstanden hat. Und dann macht es alles einen Sinn. Genau. Den geistreichen Sinn. Wenn du das Geschwätz der Physiker und des Geistes repetitieren, dasselbe gilt für Protonen und Antiprotonen, immer wieder unsere Vakuumfluktuationen, das aus dem absoluten Nichts, das entspringt und immer wieder zusammenfällt. Wenn wir hier zum Beispiel Langeinheit nehmen, das besteht jetzt schon mal, da steht es da Plan. Plan kann ich flach lesen. Ich kann aber Bella das Wunder von Existenzen lesen. Die Planck-Einheiten sind Hirngespinste, die müssen einem einfallen. Das ist einmal die Gravitationskonstante, G steht für Geist. Gravitas ist, das heißt mal, schwanger ist das Gewicht. Das Gewicht führt dich zwangsläufig, aber das wird jetzt zu weit führen. Die Lichtgeschwindigkeit, so eine herrliche, geistlose Definition, wie ist Lichtgeschwindigkeit definiert? Da habe ich mich viel drauf geäußert. Eine Sekunde pro Sekunde, was ist das für eine Definition? Und da steckt ein großes Geheimnis dahinter. Das ist nämlich das hebräische Wort für Lichtgeschwindigkeit, Or. Das hebräische Wort für Licht. Oder das Bild hängt. Das Bild hängt. Bin immer noch bei Proton und Antiproton. Versuch nochmal. Warte mal einen kleinen Moment. Dann machen wir das so. Ich springe da mal, ich mache mal einen kleinen Versuch, vielleicht, dass uns das dann aber hilft. Hast du jetzt das R? Nein, immer noch Proton und Antiproton. Schalte ich nicht um? Ja. Jetzt müsste ich aber, deine Verbindung ist gut bei mir. Ja, ja. Machen wir das ganz kurz weg. Hast du mich jetzt auch? Ja, jetzt hat es umgeschaut. Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut? Ja, jetzt versuche ich es nochmal. Dann schauen wir mal, pass auf, nochmal. Überträgt das Bild? Ja, es ist verzögert. Jetzt habe ich das schwarze Loch. Blaues Ohr hast du, oder? Nein, schwarzes Loch. Schwarzes Loch? Ja, dann lassen wir den jetzt ganz einfach. Dann machen wir hier
bin jenseits vom Ereignishorizont. Hast du mich jetzt gut als Bild wieder? Dich habe ich, ja. Dann ist gut. Dann lassen wir das. Wir können das jetzt ewig ausholen. Ich könnte da so viele Beispiele bringen. Das ist, es ist einfach ein Wahnsinn, das normale materialistische politische Denken. Und ich sage, du musst da keine Gedanken machen. Oberflächlich ändert sich nicht viel. Ich bin da immer drauf eingegangen. Dass ich spiele deine Rolle, jetzt hast du mal weiter. Aber du wirst feststellen, da kommst du an einen Punkt, je nachdem, was du zurzeit für eine Rolle spielst. Am einfachen tut man sich, wenn man ein Nobody ist. Ein Niemand ist, den keiner kennt. Geh auf deine Arbeit. Mach dir deine eigenen Gedanken. Du wirst dann merken, solange du dich politisch engagierst und wenn du zum Demonstrieren auf die Straße gehst, das machen die Figuren in einem Traum, zumindest die Pixelmännchen, wenn du ins Internet gehst. Du wirst irgendwann einmal merken, dass du immer für Einseitigkeit kämpfst und damit zwangsläufig an deiner eigenen Selbstenteiligung arbeitest. Und das wird dir gleichgültig werden. Es ist die Angst des Alleinseins, aber du wirst diese Veränderung nicht aufhalten können. Die Frage ist, wie lange du das subjektiv chronologisch empfindest. Darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, solange du meinst, du müsstest irgendetwas festhalten, wiederholst du das nämlich immer wieder. Du kriegst deinen Körper immer wieder zurück und du wirst feststellen, jedes Mal, wenn der sich neu aufbaut in dir, kriegst du hier und jetzt eine neue Information. Du kannst ja nur den ständigen Wechsel im Hier und Jetzt beobachten. Genau. Und all das, was dir die Physik erzählt mit Beobachterphänomenen, mit dem ruhenden und dem bewegten Beobachter, muss dir klar sein, dass das jetzt ausgedachte Dinge sind. In einem Traum erlebt nur der Geist den Traum. Der Einzige, der seinen Traum beobachten kann, ist der Geist, der träumt. Es wird niemals irgendeine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt, das erleben. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Und du bist dir so hundertprozentig sicher, dass du nur deshalb da bist. Ich sage jetzt absichtlich nicht existierst, weil dein Körper da ist und dein Gehirn da ist. Das ist so geistlos nachgeäffter Schwachsinn. Es ist hundertprozentig sicher, dass du auch dann ständig wechselnde Informationen erlebst, wenn du in keinster Weise an den Körper denkst, an den du denkst, wenn du jetzt wieder an deinen Körper denkst. Der existiert dann nicht. Genau. Also es stellt sich alles auf den Kopf, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die größten Idioten sind. Ja. Idioter heißt einfach nur einfache Menschen, Bindestrich, Trockennasenaffen, geistlos nachäffende Trockennasenaffen bei eigener Definition. Und das ganze System des Machterhalts funktioniert immer mit Angst. Es ist noch nie was anders gewesen. Die Religionen arbeiten mit Angst, um an der Macht zu bleiben. Was hast du dann? Einen Riesenbrunnen, der sich aufbaut. Wenn du dir jetzt mal ein bisschen ausgedacht, jetzt bewusst ausgedacht, diese Corona-Krise, eine Riesenverschiebung von Geld. Diese ganzen Tests, die du dir denkst, sollen die Steuerzahler, denken wir uns natürlich jetzt. Aber gibt es Steuerzahler, wenn du dir keine ausdenkst? Begreif doch, dass alles eins ist, bis auf das kleine bisschen, der kleine Spritzer, der jetzt als Information auftaucht. Und dann ist es vollkommen gleichgültig, in welchen Glauben, in welcher Religion du jetzt als Brüssel unter Brüssel drin hängst. Die kommen sich alle so gescheit vor. Ich sage dir jetzt als UB, solange du noch Feindbilder in dir hegst, hast du den eigentlichen Glauben dich selbst nicht verstanden. Schau einfach in dich rein und schau vor, was du Angst hast. Ist da was, vor was du Angst hast? Dann bist du weit davon entfernt, bewusst der zu sein, der immer ist. Ein Meer, das Angst hat vor seinen Wellen, von einem kleinen Spritzer. Es taucht in dir ein Minimum-Gedanke in dir auf, wie aus dem Nichts. Dieses Nichts ist der, der immer ist. Das absolute Nichts, das ist UB. Und das ist zwangsläufig alles. Allah, so nennen wir das in der Vordersprache. Implosion, Explosion. Aber das sind alles vorgestellte Dinge. Das ist hundertprozentig sicher. Und du musst mit Sicherheit nicht irgendeinen Gedanken von dir, von irgendetwas überzeugen. Darum ist auch der kleine Unterschied bei Holofeeling. Ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, sprich sich den Redo ausdenkt, den kleinen Udo ausdenkt und sich selbst ausdenkt und all die Sachen, egal was du denkst, sie existieren immer nur, wenn du sie denkst. Das ist die große Erkenntnis von Holofeeling. Ja. Und der Rest in der Physik, gut, da gibt es genügend Internetseiten, sprich einzelne Bücher, geh auf die Holofeeling-Seite und schau einfach mal in die Beischriften rein.
Das geht so, dieses ganze Spiel, ob das das Erwachen ist, ich bin du Quadrat, also jetzt hast du mal die 8 Grundbände, die ganz einfach geschrieben sind und du wirst merken, das sind prophetische Bücher. Das sind absolut prophetische Bücher. Mehr Prophetie wie in allen anderen Büchern, die du bisher in der Hand gehalten hast, beziehungsweise auf dem Monitor wiedergibst, weil Bücher im klassischen Sinn sind ja mittlerweile schon out. Wir haben einen Systemwechsel. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Gut, super, danke. Es ist ein Tipp ohne was und kann immer nur sagen, wenn du unreif bist, es geht hier nicht um intellektuelles Wissen. Diese einfachen Sätze sind mir wichtig. Du Geist bist der Einzige, der das verstehen kann. Niemals irgendein Gedanke, irgendein anderer Mensch. Und wenn du der Erste bist, sorge ich dafür, dass du in deinem Traum plötzlich Menschen in dir auftauchen, die genauso denken. Und solange du noch streiten willst, Druck erzeugt Gegendruck, weil du um Einseitigkeiten kämpfst, ist eine klare Demonstration von Geistlosigkeit und da macht es keinen Sinn, da irgendwas erklären zu wollen. Es ist einfach so. Es erfordert einen Akt von Demut. Du musst da keine hebräischen Zeichen lernen. Ich mache das in kleinen Beispielen und ich kann das extrem komplex machen. Es ist immer ein Angebot, wo ich sage, es ist hier jetzt auf der Brösel-Ebene, ist ja der Udo ganz zurückgezogen, der ist auch wirklich nicht wichtig. Du bist wie ich dick. Ich rede jetzt als IUB. Mhm. Du bist der Mittelpunkt, nicht irgendein peripherer Gedanke, ein Mensch, den du dir ausdenkst. Das war das mal zum Sohn noch, sage ich immer wieder. Spielen wir noch eine Runde Leben. Tschüss.